Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte euch heute die Lieblingbox für Hunde vorstellen. Wenn wir etwas zerzaust aussehen, dann liegt es einfach daran, dass draußen über 30 Grad sind und auch hier in unserer Wohnung ist es einfach brüllend heiß, weil wir unterm Dach wohnen. Und wir schwitzen uns hier völlig kaputt. Eiko liegt da unten und versucht sich ein bisschen abzukühlen. Vielleicht hört ihr ihn sogar hecheln, denn es ist hier einfach wirklich mörderisch heiß und wir zerfließen hier förmlich. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, jetzt hier euch diese Box vorzustellen. Und es ist passenderweise auch noch die Sommer-Edition. Also viel Spaß mit diesem Video. Zunächst einmal möchte ich euch erklären, wie wir eigentlich auf die Lieblingbox gekommen sind. Also ich habe mich quasi von einer YouTube-Kollegin inspirieren lassen, nämlich von 12-Pfoten-GPS. Sie hat sich nämlich die Geburtstags-Edition für ihren kleinen Hund bestellt. Und ja, so habe ich quasi die Lieblingbox das erste Mal kennengelernt und ich war sehr begeistert von dem Inhalt und habe mir gedacht, da möchte ich einfach mehr drüber wissen und bin auf die Internetseite gegangen, lieblingbox.de, und war dann noch begeisterter, als ich gesehen habe oder vielmehr gelesen habe, ja, wie deren Konzept ausschaut. Also erstens gibt es die Lieblingbox noch gar nicht lange, erst seit gut März, glaube ich, ungefähr. Ich bin einfach begeistert, was sie dort auf die Beine gestellt haben, denn die Idee ist der lieben Christine, das ist die Inhaberin des Ganzen oder vielmehr, das ist die Erschafferin der Lieblingbox, kam erst letztes Jahr im November auf die Idee, so eine Box quasi ins Leben zu rufen. Und die Idee ist so ein bisschen anders als die Boxen, die ihr vielleicht sonst so kennt, denn hier sind ausschließlich Produkte drin, die wirklich fair sind, die keine Chemikalien enthalten und die sie 100% vertreten kann. Und auch einfach Dinge, die man jetzt wirklich nicht im Futterhaus findet oder bei Fressnapf. Und das hat mich echt begeistert. Darüber hinaus geht pro Box 1 Euro an den Tierschutz. Ja, der Eiko ist auch sehr begeistert von der Box im Übrigen, denn er hat den Inhalt schon einmal testen dürfen. Und das Schöne ist wirklich, man kann auch nachvollziehen, wo eben der Erlös, also in welche Tierschutzorganisation oder in welches Vorhaben das Ganze gespendet wird. Es gibt noch einen Blog, den die liebe Christine betreibt und dort ja, schreibt sie dann immer regelmäßig, wohin das Geld geht. Und man kann auch selber Vorschläge und Tipps geben, wohin, in welches Tierschutzprojekt denn das Geld gehen soll. Ja, alleine die Aufmachung dieser Box ist schon echt der Wahnsinn. Also schaut euch mal diese wunderschöne Box an, dieses Paket. Da freut man sich einfach schon, wenn der Postbote vor der Tür steht. Denn die Box ist nicht einfach nur stumpfbraun, so wie jedes Paket irgendwie, sondern ist sehr, sehr hübsch gestaltet. So schaut das Ganze aus, wenn man die Box eben öffnet. Und ja, auch beim weiteren Öffnen freut man sich, weil alles sehr, sehr hübsch zusammengestellt ist und ich bin echt erstaunt, dass es bei dem Transport nicht durcheinander gegangen ist, denn jeder weitere Schritt, wie ich die Box geöffnet habe, sah einfach noch total schön dekoriert irgendwie aus oder einfach in die Box hineingelegt. Jetzt im Moment, passend zum Sommer, gibt es ein sommerliches Rezept für ein Hundeeis, das ist natürlich auch super praktisch und in jeder Box enthalten ist ein persönlicher Gruß für den Hund. Also hier steht nochmal drauf für Eiko. Das ist im Übrigen der Elvis. Der Elvis ist der Hund von der Christine, also von der Inhaberin. Und es ist noch einmal eine Beschreibung dabei zu den einzelnen Kategorien. Also der Inhalt der Box ist immer in Kategorien unterteilt. Also Ernährung, Gesundheit, Frauchen, Herrchen, Spielen, als Nützliches, Saisonales und ein kleines Extra. Oh Leute, ich zerfließe hier. Oh, ich kann auch nie mehr vernünftig reden bei der Hitze. Ich werde euch jetzt den Inhalt der Box vorstellen und habe mir dazu überlegt, dass ich euch einfach einmal zu jeder Kategorie das Verfasste vorlese und ich blende dann passend die Produkte ein. Also viel Spaß. Ernährung. Die Leckereien von Terra Pura sind ein ganz besonders feiner Leckerbissen. Sie überzeugen durch 100% Natur und höchste Qualität. Ideal für die kleine Belohnung zwischendurch. Unverbindliche Preisempfehlung 5,29 Euro. Spielen. Das Spieli von Treusinn ist handgefertigt in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Ideal zum Zerren, Werfen, Suchen oder Apportieren.
bestens für den Wasserspaß geeignet, denn es schwimmt im Wasser. Unverbindliche Preisempfehlung 14,90 Euro. Gesundheit. Das Skin Aid von Anibio soll zu dieser Jahreszeit nicht fehlen. Ob nach Zeckenbissen oder Insektenstichen, es kühlt und beruhigt die Haut. Ohne Alkohol, auf Wasserbasis, in Bioqualität. Unverbindliche Preisempfehlung 6,85 Euro. Nützliches Saisonales. Der Napf von Bekopets hat uns überzeugt. Nachhaltig und umweltfreundlich produziert. Aus Pflanzenfasernabfällen. Frei von jeglicher Chemie. Da schmeckt es doch gleich doppelt so gut. Und es ist spülmaschinenfest. Unverbindliche Preisempfehlung 8,99 Euro. Frauchen, Herrchen. Ein idealer Wegbegleiter ist der Schlüsselanhänger von Treuseln aus reinem Wollfilz. Dieser ist ebenso handgefertigt und somit ein richtiges Original. Ein kleines Schmuckstück für alle Hundeliebhaberinnen. Unverbindliche Preisempfehlung 9,90 Euro. Kleines Extra. Natürlich darf ein kleines Extra für deinen Liebling nicht fehlen. Die Kausnacks von Achtal sind absolute Naturprodukte und frei von künstlichen Farb- und Konservierungsstoffen. Unverbindliche Preisempfehlung 1 Euro. Das war nun der Inhalt dieser Box der Sommer Edition. Und wir haben insgesamt mit Versandkosten 39,61 Euro bezahlt. Diese Box hat allerdings einen Gesamtwert von insgesamt 46,93 Euro. Insgesamt hat uns diese Box einfach total gut gefallen. Leute, da ist ein Spray dabei, was den Hund nach Zeckenbissen kühlt. Ich finde es genial, denn Aiko reagiert nach Zeckenbissen immer so ein bisschen darauf. Also er bekommt immer so eine Beule und es ist dann auch so ein bisschen warm. Also es entzündet sich gerne mal bei Aiks. Er hatte jetzt noch nicht viele Zeckenbisse, aber eben doch schon so ein paar. Und ja, ich finde, das ist einfach wirklich mal was Nützliches. Und auch die Internetadresse ist einfach mal eine Adresse, die Aufschluss darüber gibt, welche Leute genau dahinter stecken, was für einen Hintergedanken sie hatten, als sie sich für dieses Konzept entschieden haben. Und wir sind beide, der Aiko, der hier gerade ein bisschen ausrastet neben mir, und ich, wir sind absolute Fans der Lieblingbox und geben beide Daumen und alle vier Pfoten nach oben. Das war's jetzt mit diesem Video. Ich wünsche euch noch eine schöne, heiße Sommerzeit. Ich werde jetzt versuchen, hier einfach mal irgendwie frische Luft reinzubekommen, denn wir zerfließen hier. Und ja, bis zum nächsten Video, meine Lieben. Tschüss!